Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Videotutorial. Es geht noch einmal darum, Bilder auf ein anderes Bild zu legen. Und zwar einerseits ein Bild also ein Rechteck mit abgerundeten Ecken oder zum Beispiel eine Herzform. So. Also verschiedene Formen, wie mache ich verschiedene Formen aus einem Bild und lege die nachher über ein anderes Bild. Das ist das Thema von dem Video-Tutorial. Das Tutorial baut auf mein letztes Tutorial, das Runde ins Eckige. Wenn ihr nicht so sicher seid mit Auswahlen und Verschieben von Auswahlen, schaut euch vielleicht zuerst mal das Runde ins Eckige an. Ich gehe in diesem Video-Tutorial da hier relativ zackig vorwärts. Also wenn ihr das Gefühl habt, oh, wie geht jetzt das genau, schaut zuerst das andere Video an. Gut, wir brauchen zwei Bilder. Das ist das Bild, wo wir dann die Formen drüber legen wollen. Und das ist das Bild, wo wir die Formen machen daraus. Photoshop bietet uns da ein Rechteckwerkzeug an. Und wenn ich da ein bisschen lang drauf bin, dann bekomme ich das eigene Formwerkzeug. Das tun wir jetzt mal anwählen. Was wichtig ist, da hier ist Folgendes. Das ist die kleine Schaltfläche da hier. Das heißt, das ist der Werkzeugmodus. Da tun wir Form wechseln auf Pixel. Wir wollen, dass die Formen, die wir aufziehen, pixelorientiert sind. Das geht hier um das. Also das ist sehr wichtig, da hier eigentlich fast das Wichtigste. Voilà, als nächstes machen wir uns eine neue leere Ebene. Nennen wir joggt abgerundete Ecken. Bin dafür, dass man die Ebene sauber anschreibt. Und hier haben wir schon eine Form, was es vorschlägt, und zwar ein Pfeil. Da wollen wir natürlich nicht. Jetzt im Moment, wenn wir da draufklicken, auf das Dreieckli, dann tut es verschiedene Formen vorschlagen, zum Beispiel auch ein Herz. Was ich aber nicht habe, ist ein Rechteck mit abgerundeten Ecken. Das muss ich mir noch holen. Ich klicke da auf das kleine Zahnrädchen. Das ist immer gut. Kleine Zahnrädchen kann man immer draufklicken und mal schauen, was vorkommt. Und da haben wir, wenn wir ein bisschen runtergehen, einen Punkt, der heisst Formen. Den tun wir jetzt anwählen. Ich muss das noch mit OK bestätigen. Und jetzt haben wir hier verschiedene Formen. Und da haben wir das Rechteck mit abgerundeten Ecken. Das wähle ich mal an. So. Und da ist hier ins Grau hineinklicken, dass das da weggeht. Und jetzt ziehe ich mir die Form auf. So, ich behalte die linke Maustaste immer noch gedrückt. Tue jetzt die Leertaste drücken, drücke behalten. Dann kann ich die Form ein bisschen verschieben. Die Leertaste wieder loslassen, die Form ein bisschen grösser machen. So. So. Das gibt uns hier ein schwarzes Rechteck mit abgerundeten Ecken. Jetzt nehmen wir das Zauberstabwerkzeug für. Wir brauchen jetzt eine Auswahl. Und das geht jetzt wirklich am einfachsten mit dem Zauberstabwerkzeug. Klicken da einmal in das Schwarz rein. Und jetzt haben wir uns eine Auswahl gemacht um die Form herum. Die Form selber brauchen wir nicht mehr. Und für das packen wir einfach die Ebene, die heisst abgerundete Ecken. Und schmeißen ist die da in Kühlerkübel. Voilà. Jetzt haben wir da hier die Auswahl und die ziehen wir uns jetzt auf das Bild, auf das andere. Das heißt, wir gehen da über Fenster anordnen, zwei nebeneinander. Wir gehen am liebsten auf das, nehmen das Verschiebewerkzeug, gehen in die Form hinein und schieben wir die Form auf das andere Bild. Das Ausgangsbild brauche ich nicht mehr. Ich tue das zu, ohne abzuspeichern. Das Verschieben-Werkzeug habe ich schon. Verschieben wir jetzt hier die Ebene. Da hierher. So, und die tue ich jetzt an abgerundete Ecken. Wirklich, vorher hat man das nicht unbedingt gebraucht, noch umzubenennen. Wir schiessen ja eh fort. So, machen wir das mal ein bisschen grösser. So, es geht mir jetzt vor allem ein bisschen darum, dass ich da die Ecken sehe, was da passiert. Und machen wir jetzt da noch einen Effekt drüber, einen Effekt über das FX. Und zwar einen Schlagschatten. Nehmen wir den vom Licht her etwa so. Ich werde den hier im Ecken unten. Machen den auch ein bisschen grösser. So. Etwas so. Und schwarz gefällt mir eigentlich nicht so da hier. Klicke da einisch in das schwarze Rechteck. Gehe da in Grobfarbe wählen rein. Komme da in ein Blau. Klicke da jetzt Blau rein. Ja, vielleicht irgendetwas so. Passt ja noch so.
zum Blau. Vielleicht so. Sage dann OK. Und mache jetzt auch noch einen Schein nach außen. Das macht mir den Schatten ein bisschen weicher. Vielleicht grosse noch. Irgendetwas so. Sage dann OK. Dann wir die Effekte mal da ausblenden, einblenden. Ja. Gut. Also, das finde ich doch schon recht schön. Du es mal abspeichern. Speichern unter. So. Tun wir das dann mal einfach auf den Desktop. Nennen das Final. So. Jetzt könnte es sein, dass wir auch andere Formen wollen, für zum Beispiel einen Kunden können die Auswahl geben, möchte ich lieber das Rechteck mit abgerundeter Decke oder vielleicht lieber ein Herz zum Beispiel, das würde sich ja vielleicht noch anbieten, ein Herz zu machen. Ich tue in diesem Fall da das mal ausblenden, die Ebene da. So. Jetzt brauchen wir noch einmal das Ausgangsbild, gerade die letzten Dateien. Und das war das Gute Morgen, Baby. So. Gehe wieder ins eigene Formwerkzeug und wählen wir jetzt hier eine andere Form an. Und zwar das Herz. So. Machen wir wieder eine neue Ebene. Und ziehen wir jetzt das Herz hier auf. Okay. Ihr seht, ich kann das auch das ein bisschen verziehen, so wie ich das gerne hätte. Mit gedrückter Leertaste kann ich das wieder platzieren. So. Ein bisschen so. Nehmen wir wieder das Zauberstabwerkzeug, klicken einmal ins Herz hinein. Dann haben wir die Auswahl. Schmeißen die Ebene 1, wo die Form eigentlich drauf ist, weg. Die Auswahl bleibt bestehen. Wieder über Ansicht anordnen, zwei nebeneinander, mit dem Verschiebewerkzeug ins Herz hineingehen und das Herz auf das andere Bild aufschieben. Das Bild tue ich wieder zu, kann nicht speichern. Voilà. Jetzt, ich möchte das Herz noch etwas gedreht haben, gehen wir auf Bearbeiten, frei transformieren, aus dem Rahmen raus. Da könnt ihr das jetzt ein wenig drehen. Man kann das auch noch so ein wenig, wenn man will, verziehen. Da muss man aber schauen, dass das ganze Bild verzieht. Das heisst, es tut jetzt das Baby natürlich auch mit verziehen. Also das muss man ganz, ganz fein machen. Das ist sonst gescheiter schon, wenn wir die Auswahl selber machen, auf dem anderen Bild, das ein wenig schauen. Mit OK bestätigen. Jetzt fehlt uns hier noch das Schätzchen, für das wir genau das gleiche Schätzchen haben wie vorhin bei den abgerundeten Ecken. Machen wir es folgendermaßen. Ich tue mir die abgerundeten Ecken wieder einblenden. Das aktivieren, das muss eingeblendet sein, das geht schon nicht. Und jetzt gehe ich da auf die Effekte und mache nichts anderes als rechte Maustaste drücken, Ebenenstil kopieren, gehe auf die Ebene oben. Rechte Maustaste, Ebenenstil einfügen und jetzt haben wir hier genau den gleichen Ebenenstil. Das nennen wir noch Herz. So, das noch einmal speichern. Neue Namen haben wir ihm ja schon gegeben. Voilà, das war schon alles gewesen. Jetzt je nachdem, welche Ebene wir einblenden, über das Äugle hier haben wir entweder das Herz oder die abgerundeten Ecken. Wenn wir das so jetzt drücken, ohne dass da das Äugle drin ist, dann wird die Ebene Herz nicht mitgedruckt. Es werden immer nur die Ebenen mitgedruckt, wo das Äugle drin sind, das heisst, die auch sichtbar sind. Also könnt ihr das Äugle rausklicken und das Herz hineinklicken. Und wenn ich sie jetzt einen Drucker schicke, dann wird nur das Herz mitgedruckt. So, das war es. Ihr seht natürlich, wir haben hier sehr viele verschiedene Formen. Das heisst, welche Formen ihr jetzt auch immer näht. Und über das Zauberstabwerkzeug dort auswählen. Das gibt euch die Form, wo das Bild nachher ausgeschnitten wird und wo ihr auf ein anderes Bild könnt ziehen. Ich wünsche euch viel Spass bei dem Ausprobieren. Auch hier sind Bilder zur Verfügung gestellt worden von der Yves Kohler, Atelierfreundin von mir. Ich tue euch jetzt wieder den Link einblenden
dann könnt ihr auf ihre Homepage schauen, was sie sonst noch so macht. Merci und einen schönen Tag.